Hallo und herzlich willkommen zurück zu Sword Coast Legends mit Krekolas. Was für ein ekliges Spinnenvieh. Also, weiter geht's. Ein bisschen irritiert, von wo wir kommen, wo wir hingehen, da waren wir schon mal. Das heißt, wir müssen jetzt... Ich will jetzt die beiden da mal aus dem Gefecht nehmen, mal schauen, was es da noch so gibt. Lass mir die Elfen vorgehen mit Sicht. Die sehen uns. Wir sehen die. Da kommt Mädels auf. Bellamy. How did that make you feel? Ah, nein, 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 nein. You are the wrong person for this. You are the right. So, nicht, dass das Schloss kaputt geht. Sehr gut. Genau das meinte ich nämlich. Schloss geknackt. Junk, rundown shack. Smells like a baby's ass. I'm thinking goblins. Ugh. This does seem the kind of place they'd congregate. Well, good. I haven't stabbed a goblin in a good 10 days or more. Tja, in einem guten Rollenspiel dürfen Goblins nicht fehlen. Armschiene Rundentiger. Plus 5 auf jegliche verursachten Schlitzschaden. Plus 25% Strahlen, Schadensverwundbarkeit. Die sind richtig viel wert. Hey, macht Schlitzschaden. Die anderen glaube ich weniger, doch, er auch. Bis 17, 7 bis 13. Das sieht doch nett aus. Ich würde sagen, der zieht weg. Na gut. Aber ich weiß gar nicht, irgendwo haben die eine Goblinhöhle gesehen, ich weiß gar nicht wo. Da ist eine Kiste. Im Wald sieht man sehr schlecht. Man kann die Karte zwar drehen, aber dann verliert man komplett die Übersicht. Da war ein Schild dabei. Mal sehen, was für eins. Hausungsklasse 1. Also nichts Besonderes. Okay. Okay. Dann geht's hier lang weiter. Eine Kiste, die unbewacht ist. Bestimmt nicht. Oh, doch. Eine schwere Armbrust. Und ein Kupferkelch. Schwere Armbrust sollte besser sein als das, was ich habe. Nein, es ist das gleiche. Wenigstens ist es hier nicht begrenzt auf Larita. Okay. Also, dann geht's hier rüber weiter. Of course. Kurz ein Speicherich. Okay, jetzt Vorsicht.
Also, Schildsöldner ist das eine, aber wir haben hier hinten so eine Scharfschützin. Und die müssen wir rausnehmen. Jetzt müssen wir mal gucken, ob wir da irgendwie hinkommen. Wir haben ja unseren Zwergi. Den stellen wir mal auf Nahkampf und lassen ihn mal verstecken. Und jetzt gehen wir hier auf. Hopp. Nein, 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 Mädel. Du drehst dich um. Du bleibst What can I hinten. do for you? Jetzt gehen wir hier mal auf. Gruppe folgt und Taktiken sind aktiviert. Da gehen wir mal auf. Gruppe hält Position und Taktiken sind deaktiviert. Und jetzt schauen wir mal, wie das jetzt aussieht. Also, If you say du so. musst hier hinten hin. Du und du, ihr geht nach vorne. Ganz ruhig. Das wird schon. Okay. Und ah, da müssen wir auch aufpassen. Einverstanden. Lareta. Zurückweichen. Kein Starkbier. Also, du greifst an. Wir brauchen zwei wahrscheinlich auf der linken Seite und müssen uns dann irgendwie damit wieder treffen. Der wird mit dem Söldnerrekruten alleine nicht fertig. Das Yes. heißt, wir schicken den Gregolas mit. Dahin. What? Bellamy läuft zentral rein. Und Mademoiselle. Gib mal zusammen auf das Ziel. Was war jetzt? Irgendwas unklar? Angreifen, Yes. angreifen, angreifen, bewegen. A broken nail on that one. Ah, was ich machen könnte, ist das hier. Jawohl. Und was du machen könntest, ist, du könntest den hier rausnehmen. Sehr gut, hat schon geswitcht. Dann gehen wir auf den. So, die sind down. Und jetzt. Ich glaube, das könnte ein bisschen Yes. schwerwiegender sein. Okay, na los. Second Chance. Was? Second Wind? Okay. Ja, souverän gelöst, muss ich ehrlich sagen. Und ich habe auch erkannt, dass das Diebische schon effektiv ist. Also durch das Schleichen sollte man vielleicht doch nicht außer Acht lassen. Der macht nämlich dann immer Plus Schaden auf diebische Aktionen. Also, lassen wir das drin. In Ordnung. Gut. Da gibt es einiges. Was haben wir denn hier? Ein Schildsöldner. Now, Mal we hier. fight. I'm here.
Ah. Okay, dann machst du mal die Aura an. Und du am besten. Oh, der falsche. Der hier auch. Dann guckt euch mal ein bisschen um. Vielleicht gibt es ja da noch irgendwas. Ich glaube es zwar nicht, aber man weiß ja nie. Ich glaube, wir müssen jetzt in diese komische Mine reingehen, die hier unten ist. Was ist das? Eine Söldnerhöhle, ja. There. That must be where they're hiding. Then that's where we're going. Okay. Dann speichern wir da mal ab und gehen rein. Söldnerhöhle betreten. Die Höhlen sind kalt und feucht. Die Luft riecht nach verfaultem Fleisch und Schwefel. Kleine Fußspuren sind neben schweren Abdrücken von Metallstiefeln auf dem feuchten Stein des Höhlenbodens zu sehen. Ein gutes Versteck. Doch von wem genau, wisst ihr nicht. Nice and chilly in here. Could almost take a nap. You go ahead. I can take down these mercs without you. What? Did you need something? So. Na dann mal los. Wechseln wir bitte zur Fernkampfwaffe, blutverschmierter Tisch. Well, look at that. Someone's been preparing a feast. I bet Severdan's are great with... I can't even finish the thought. I know that ring. That's Kallik's hand. He was in the squad guarding that other caravan. Damn these people! Wo hat er das erkannt? And I'll be the one to collect. We have to keep our heads about this. If we go charging off for revenge, there's no way we'll survive. Yeah, fine. Just don't get in my way when the time comes. Okay. Das ist blöd, dass man es immer wieder anmachen muss. Alright. Sure. Yeah, yeah. If you say so. Hier sind bestimmt Fallen. 100% sind hier Fallen. Sure. Sounds like a plan. Hold. I think you should send me ahead. I've got an itchy feeling. We might have traps nearby. Habe ich's gesagt. Nailed it. Nailed it. Sehr gut. Da war nichts drin. Da oben geht's weiter. Da irgendwie auch. Es ist egal, welche Richtung wir gehen. Wir gehen mal rechts lang. Rechts ist die Luft einfach besser. Zum Glück haben wir keine Bolzen und keine Pfeile. Zingulun, was ist das? Puh, sieht doch ein Edelstein aus oder so. Kannst du doch angucken, was es ist. Kein Schrott. Na? Zahnzeug. What the heck? Keine Ahnung, was es ist. Da! Ein Ring. Untersuchen. Ein einfaches Stück aus einem Material, für gewöhnlich Leder, das um die Hüfte getragen und mit einer Schnalle zusammengehalten wird. Während Gürtel ursprünglich nur zum Halten der Rüstung wurden, bieten sie heute Platz für etliche nützliche Gegenstände wie Beutel und Waffenhüllen.
Das Ding kann man tatsächlich anziehen. Hat sich gerade... Nein. Hat sich nicht vergrößert. Ja, dann habe ich jetzt einen Gürtel an. Why not? Why not? Oh, da hinten ist eine Tür. Okay. Ja, gucken wir uns also trotzdem erstmal hier um. Weil wir sind Zwerge und wir lieben Höhlen. Also. Mit Zwergensicht voraus. Ah, ein Söldner-Rekrut. Und eine Söldner-Scharfschützin. Okay. Dann würde ich sagen, ein gleiches Prinzip wie eben auch. Versteck dich mal. Und dann geht Larita ihr mal einen Besuch abstatten. Entdeckt. Das war nichts. Okay. Dann. Was das Zeug hält. Drupp. 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 Und versuch mal. Die zu ziehen. Was jetzt? Los. Oh ja. Ja, warum bleibt ihr denn stehen? Dann macht doch weiter. Ach so, die halten an, weil ich das so gesagt habe. Ach, das ist ja blöd, das müssen wir ändern. Okay. Stahlschlag. Und du ziehst die Braut jetzt endlich. Jetzt nicht wieder anhalten. Tatsächlich. Wir halten da an. Das müssen wir sofort rausnehmen. Das ist ja total nervig. Benjamin, ich brauche deine Hilfe und zwar ganz schön schnell. Na komm. Einen nach dem anderen. What can I do for you? Healing. Need something? Komm. Warum bleibt ihr da hinten stehen? Seid ihr wahnsinnig? Macht doch was. Okay, nehmen wir das mal an. Wechsel mal bitte die Waffen. Söldnerhauptmann, das ist nicht witzig. Okay. Sure.
blessings. Komm, hol raus. Oh, sag mal. Okay, jetzt aber. Regenerationstrank, komm. Komm. Mensch, das Kinder. Maybe we should have das war knapp. For questioning. I think we should stick with our stab first question later policy. It's worked well so far. Puh. Did we win? Kupferschlüssel, Kyros des Hauptmanns, Schuh der Finesse. Sehr gut. Thanks. Das war knapp. Das war knapp. Take this. Junge, Junge, zum Glück haben wir noch einen fetten Zwerg dabei, der auch ein bisschen was kann. Aber wie gesagt, das war also ohne Tränke keine Chance. Vielleicht hätte man da anders rangehen sollen. Ein Schreibtisch. Here are some letters written between the captain of these mercenaries and a goblin named Trax. They don't seem to like each other very much, do they? It's true. My uncle Norris got along with everyone. He were near famous for it. He got killed by goblins on the road to Neverwinter. I heard he offered to buy them around and they filled him full of arrows. Good idea. Maybe we can find something to use as a wedge. Hm. Gut. Das erste, was wir machen werden, ist in den Optionen ausstellen, dass die Leute. Na? Pausieren. Das rausnehmen. Das rausnehmen. Ja. Also anhalten ja, aber nicht Gruppenbewegung anhalten. Das ist echt ein Blödsinn. So. Harter Fight. Schauen wir uns die Belohnung an. Da gab's Schuhe der Finesse. Geschicklichkeitsrettungswürfe. Geschicklichkeit. Bist du doch eigentlich mit unterwegs, oder? Hm, plus 12 Schleichen und du? Plus 1 Geschicklichkeit. Kyrasse des Hauptmanns Mittel. Rüstungsklasse 3. Plus 1 Geschicklichkeit. Das ist doch nett. Was hast du da? Du kannst es nicht tragen. Du brauchst unbedingt Leichtrüstung, ne? Hm. Okay. Hm. Sieht ein bisschen anders aus. Nicht gar so hübsch wie der Waldwaffenrock. Aber. Sollte auch gut sein. Ja, doch, das sollte man so lassen können. Schön. Da gibt es auch noch was. Donnerstein. Okay. Ja,
Richard Brubanks. Das heißt, wir sollten uns mal hier dann doch die Höhle genauer angucken. Hallo? Seid ihr nicht einer der Wachen der Karawane? Bestimmt hat euch mein verdammter Bruder geschickt. Der gute alte Wilfred Brubanks, er interessiert sich nur für die Elfenantiquitäten in meiner Sammlung. Für den richtigen Käufer ist es ja ein Vermögen wert. Was macht ihr hier unten? Mich wurde von einem Speertrupp der Goblins geschnappt und in die Höhle gezerrt. Zum Glück konnte ich die Wachen töten und meine Ausrüstung wieder erlangen. Seitdem suche ich nach dem Ausgang. Ich habe es satt, der Diener meines älteren Bruders zu sein. Mit dem Geld, das ich für die Antiquität bekomme, kann ich meinen eigenen Laden eröffnen. Keine Reisen mehr, kein Schleppen von schweren Ausrüstungen und kein Wilfred. Ihr könnt hier aber nicht stehen. Ich habe mich auf hier gesehen. Vielleicht muss ich eurem Bruder nicht erzählen, dass ich euch gesehen habe. Joa. Endlich sprecht ihr wie ein Händler, lasst uns handeln. Ich gebe euch mein Schild und ihr sagt meinem Bruder nicht, dass ihr mich gesehen habt. Mir gefällt, wie ihr verhandelt. Abgemacht. Oder? Ich töte euch. Nee, der geht schon so drauf. Bin dann mal weg. Mal sehen, ob unsere Entscheidungen auch Auswirkungen haben. Brubanks Familienschild. Der ist blau. Huiuiuiui. Also der hat Rüstungsklasse 1+1. Und macht automatisch Strahlenschein, wenn man angegriffen wird. Wird generell wahrscheinlich ihm besser reinpassen. Der oder ihm. Das ist egal. Also komm. Den hier rein. Und dann nehmen wir den Schild dort rein. Wechseln die Waffe nochmal zum Zweihänder. Und dann sollte das so funktionieren. Okay. Jetzt bitte wieder gucken. Da ist bestimmt wieder... Oh, was machst denn du nur? Was? Wie, wer, wo? Ah, ein Söldnerrekrut. Ich bin mir sicher, gibt es gleich nochmal eine Falle. Ach so. Okay. Das haben wir eben vergessen. Got it. Besser. So. Was gibt's da drüben noch? Gucken wir mal. Aber ich glaube, da ist dann... Ja, ja, ich weiß, da ist ein Feind. Ja, ja. Und er wird wahrscheinlich nicht alleine sein. So, um auszuspähen, ob es da noch einen anderen gibt. Ja, Söldner Zauberkundiger. Nicht sehr angenehm. Nicht sehr angenehm. Also. Versuchen wir mal... Okay, Söldnerin. Nehmen wir mal Aufstellung an. Also. Einmal. Zweimal. Und. Dreimal. Lareta. Begibt sich die Höhle des Löwen. Gucken, ob er reinkommt. Oh, das sieht aber ganz übel aus. Oh, das sieht aber ganz übel aus. Okay. Nichtsdestotrotz. Oh! Das sieht sehr gut aus. Okay. Greifen wir den Kampf ein. Julia? Wo sind wir?
geht's. Komm, mach weiter. Jawohl, so geht das. Okay, sehr gut. Das dachte ich mir schon, dass hinten noch einer steht. Okay, lassen wir mal erstmal stehen. Ein Eisentopf. Whatever. Hep. Hep. Heiltränke sind immer gut. Das war die Tür. Waren wir nicht schon mal? Ah, das ist das Stück, was wir eben gesagt haben. Das lassen wir aus. Alright. Lass uns mal da rein, Luan. Was da so abgeht. Wird bestimmt auch nicht alleine stehen. Söhne Zauberkundige. Schon wieder, okay. Okay. Same procedure as last year. Unsichtbar machen. Aufstellung nehmen. Yes? I'm here to help. Okay. Du gehst rein. Sure. Oh, entdeckt. Schlecht. Okay. Du dir. Wir brauchen dich. Mit Zauberkundigen raus. Okay. Rein. Du zurück. Mache wechseln und zurück. Los. Yes. Schießen. Banami. Das ist aber schlecht. Sehr gut. Yes. Wechsel mal eben und nimm mal den hier aufs Korn. Warum kämpfst du nicht weiter? Jawohl. Not bad. Uiuiui. Okay. Also die Kämpfe sind fordernd. Das ist nicht so einfach, wie es aussieht. Außer natürlich, man lässt die KI alles machen. Sollte es aber keine Aufforderung sein, also.
Die Gegner sind schon tough und also man kann Taktiken fahren, das funktioniert. Ja. Aber ist immer so ein Glücksfaktor dabei. Entdeckt werden und so weiter. Ob ich die Tür davon aufbekomme, ist, glaube ich, habe ich einen Kupferschlüssel, da komme ich damit rein und raus, hoffe ich mal. Jawohl, die ist offen. Was es da noch gibt. Okay, die Kisten, hatten wir die schon? Ah ja, sehr gut. Es gibt XP. No sweat. Nee, die hatten wir noch nicht. Interessant, okay. Also, jetzt haben wir verschiedene Möglichkeiten. Wir können, ich würde sagen, wir gehen hier links runter. Die müssten bestimmt, sind hier miteinander verbunden, die Gänge. Ah. Sehr gut. You may applaud. Okay. Lass uns mal ein bisschen näher treten. The same procedure as last year. Wir nennen Zauberkundigen. Okay. Nahkampf. Einmal in den Verstecken-Modus. Dann nehmen wir Aufstellung. Ja, was ist das? Und du machst dich auf den Weg. Du müsstest nur an dem irgendwie vorbei. Uiuiui, so ein Assassin. Wenn der es nicht bemerkt, weiß ich es auch nicht. Das sind viele. Okay, versuch mal da an ihm vorbeizugehen. Sounds like a plan. Nicht entdeckt werden. Los, 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 los. Genau. Ist da hinten dran? Ja, hervorragend. So, und jetzt, Lydia, würde ich sagen, greif den mal an. Okay. So, und jetzt. Holen wir. Okay, jetzt müssen wir ein bisschen aufpassen. Vorhand gelöst. Sagen wir, nehmen den raus. Wenn es irgendwie möglich ist. I need healing. Oh ja, das sieht so aus. So, und jetzt alle hier drauf. Rami. I hear you.
Jawohl. Spannend, spannend. Oh, aber genial gelöst mit dem Zauberer. Habt ihr das gesehen? Hervorragend. Ich würde sagen, da muss ich mich jetzt mal selbst loben. Das war ganz, ganz große Klasse von dem... Von dem kleinen... Wie heißt er? Narita. Okay. Dann gucken wir uns mal um. Da ist da denn nichts rauszuholen bei denen? Das ist ja schade. Okay. Ja, ja, if you say so. Eine Schärpe. Okay, die Schärpe mit. Ja, die machen noch, nichts, diese Schärpen. Leider. Wahrscheinlich haben wir das zum Verkaufen. Da gibt's was. Na dann. Sounds like a plan. Da waren wir schon. Ist da nichts Besonderes mehr? Ja, ja. Dann gehen wir mal hier hinten weiter. Da ist nämlich auch noch eine Tür, die ist verschlossen. Also im vorderen Bereich waren wir es komplett. Lass mal sehen. Man kann die Karte nicht bewegen, das ist schlecht. Okay, ich denke mal, wir waren im vorderen Teil komplett. Und jetzt wartet da wahrscheinlich entweder der Hauptschatz oder der Hauptgegner. Wahrscheinlich aber auch eine Falle. Mimik. Okay. Nicht so witzig. Ich hasse Mimiken. What can I do for you? Oh ja, das ist genau so eine Mimik, wie ich mir das vorgestellt habe. Na komm, holst du raus. Okay, das fiel an. This is it. Anyone else hungry? Schade, dass man jetzt nicht looten darf, das wäre es noch gewesen. If you say so. Glimmende Feuerbombe. Was gibt's da? Oh, unterzeichnetes Pergament. Unterzeichnetes Pergament. Obwohl es zu verkohlt zum Lesen ist, könnt ihr seltene Symbole erkennen, die einer Faust mit einem Auge ähneln. Das könnte das Symbol Helms sein. Okay. Oh, hey. A nice warm fire. It's almost cozy. If you ignore the bones. There's a parchment. Too much burned away to be sure. But there's a symbol that almost looks like a fist with an eye on it. It could be the Merc symbol. Or something the goblins use for their tribe. It looks a little like the symbol for Helm, god of guardians and protectors. I don't see goblins or Mercs worshipping Helm. It's probably some of the stole then dropped. Goblins leave all sorts of things lying around for people to pick up. You're right. It doesn't add up. Let's keep moving. Sure. What? Is that Gil and Neddy? They were in the other caravan. Enough.
My name is Javan Tarmikos. I know you are members of the Burning Dawn, and I know your foul lords call to you in your dreams. Are you prepared to repent for your sins? Please, we don't know what you're... Just tell him. Yes, we repent. Whatever it is, we repent. Just please don't. Silence. Your tongues spit lies, demons. Sir Banagar, grant these abominations the mercy of death. But High Commander, they are defenseless. Do not question me, Knight. The spawn of the Abyss is never without guile or opportunity to do evil. Do as I say. End them. No, please. Now I take my leave of this place. Continue the operation, and make sure none of the Burning Dawn leave here alive. As you will, High Commander. Leave the bodies for the goblins. They are no longer our concern. I advise caution. These men are... They're dead men. That's what they are. Oh, I'm sorry. I just figured you might want to survive this. They're murdering us like animals. You want me to be cautious? You can follow or not, but I'm going to paint this cave red with these bastards. I assume we're following the angry halfling. We will save him from himself if we can. Let's go. Sounds like a plan. Yeah. Whoa! Either a bear got loose in here, or your halfling buddy's a one-man walking meat grinder. From the looks of it, I'd say we could just take the night off.